Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin in der Tat als Sozialdemokratin sehr besorgt über das, was wir in den letzten Wochen und Monaten lesen und hören mussten. Herr Kollege Lafontaine hat es eben dargestellt. Denn unsere Arbeit, auch hier im Haus, ist ja immer eingebettet in die Konkurrenz der Arbeit der Parteien im demokratischen Spektrum. Und ich möchte betonen, Mitglieder und Delegierte demokratischer Parteien, das sind Bürgerinnen und Bürger, die allesamt ehrenamtlich in Vereinsformaten sich engagieren, in ihrer Freizeit, am Wochenende mit ganz viel Herzblut und mit dem Ziel, unser Zusammenleben immer ein Stückchen besser zu machen. Das ist die Arbeit der Parteien. Und vor den Bundestagswahlen am 26. September sind die Parteien aufgefordert, ihre ganz normale Arbeit zu machen, nämlich Kandidatinnen aufzustellen. Was sind denn die Merkmale einer Partei? Sind wie alle Vereine, das sind Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern. Sie müssen aber auf Dauer angelegt sein, auf die politische Willensbildung Einfluss haben und, das ist ganz wichtig, sie müssen ernsthaft zum Ziel haben, in einem Parlament vertreten zu sein. Und das habe ich und das haben, ich glaube, wir alle nie in Frage gestellt, das muss doch selbstverständlich mit redlichen, das muss selbstverständlich mit legalen Mitteln erfolgen. Parteiautonomie heißt immer, dass Parteien ihre inneren Prozesse selbst organisieren können. Sie haben eine Satzungsautonomie. Und sie werden gemessen an ihrer Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dabei, Herr Kollege Lafontaine, fällt den Parteien die umfassende Aufgabe zu, auf allen Ebenen der Willensbildung des Volkes jeweils das Personal bereitzustellen, das zur Mandatsübernahme bereit und befähigt ist. Und diese Aufgabe geht nämlich dann ganz, ganz gründlich daneben, wenn Personen aufgestellt werden, die auf andere Weise als durch ihre politische Haltung, die auf andere Weise als durch ihre Kompetenz zu überzeugen versuchen. Eine gesunde, demokratiefördernde Partei wird aus ihren Gliederungen, aus ihren Ortsvereinen, aus ihren Gemeindeverbänden, aus Kreisen, Landesverbänden ein gutes Personalportfolio ihren Wählerinnen bieten können. Und ich kann für meine Partei sagen, in unserer sozialdemokratischen Partei hier an der Saar ist das jüngste Mitglied 16 Jahre und das älteste 102 Jahre alt. Unsere Mitglieder sind diejenigen, die sich auch als Delegierte und letztlich auch als Kandidatinnen zur Verfügung zu stellen. Darauf bin ich stolz. Und Sie alle unterstützen mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Engagement die Arbeit unserer Partei. Und wir bieten Ihnen ein sehr gutes Angebot an Personen, die kompetent Verantwortung übernehmen möchten. Und unsere Mitglieder, das ist mir ganz besonders wichtig, haben deshalb auch ein Recht darauf, dass ihre Personalvorschläge in einer demokratischen Konkurrenz bestehen, ein Ringen um die besten Ideen stattfindet und tatsächlich eine Wahl. Demokratie lebt von Konkurrenz der Parteien und ihres Personals. Und die Mitglieder der demokratischen Parteien werden dann betrogen, wenn interne Prozesse anderer Parteien dazu führen, dass das Spektrum traditioneller Oppositionsparteien implodiert. Die Menschen in unserem Land müssen darauf vertrauen können, dass die Parteien die Rolle, die ihnen Wählerinnen und Wähler zuweisen, gleich ob in Regierung oder Opposition, auch erfüllen. Durch parteiinterne Streitigkeiten und Querelen wird diesem Vertrauen enormer Schaden zugefügt. Und deshalb werden wir einer Verweisung des Antrages der Linken in den Ausschuss für Justiz, Verfassung und Rechtsfragen zustimmen und dort unter Beteiligung von Verfassungsexperten beraten, ob der Staat über strafrechtliche Instrumentarien parteiinterne Verfahren überwachen sollte oder ob im Rahmen der Parteiautonomie die organisierten Bürgerinnen und Bürger und am Ende die Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, ob sie einer Partei zutrauen, ihre Aufgabe zum Wohle der Demokratie zu erfüllen. Vielen Dank.